Hallo Benito Coca! Heute machen wir was ganz was Feines zum Trinken, und zwar einen Minzesirup. Wir bauen selber verschiedene Minze auf. Wir haben da jetzt zum Beispiel die Hugo-Minze drinnen, wir haben Pfefferminz-Minze drinnen, wir haben eine Mojito-Minze drinnen. Und mit diesem machen wir ganz einfach einen Sirup. Wasser habe ich schon eingeschüttet, das hat schon gekocht. Jetzt geben wir das Wasser mit dem Zucker rein. Ich muss jetzt schön auflesen und dann können wir mit Sirup weiterfangen. So, nachdem jetzt der Zucker auch schon aufgelöst ist, stellen wir sie das da her. Der nächste Schritt, Zitrone. Wir haben da jetzt auch etliche biologische Zitronen gehabt. Ja, die können wir so auspressen und gleich so ganz reingeben, damit das Ganze schön mitziehen tut. Und jetzt kommt eben die ganze Minze rein. Da sehe ich jetzt auch noch zum Beispiel die Erdbeerminze dabei. Es ist auch ein bisschen Zitronenmelisse dabei, eben auch für den Geschmack her. Und das Ganze kommt jetzt in das praktisch abgekochte Wasser, wenn das Wasser noch heiß ist, hinein. Es fängt sofort irrsinnig wunderbar zum Duften an. Ja, und das wird jetzt für 24 Stunden an einem dunklen Ort kühl gestellt. Wenn das dann nur die 24 Stunden, kann man zum Abseichen beginnen. Da wird ihr das Sicht, habe ich gestern schon einen Sirup gemacht, habe ein bisschen mehr Sirup gemacht. Schaut da so aus, da kommt gleich ein Wolkerl entgegen, riecht irrsinnig gut. Und bevor wir jetzt das Ganze zum Abseichen beginnen, kostet man das zur Vorsicht, ob noch irgendwas fehlt. Wunderbar. Also die ganze Familie von uns liebt diesen Sirup. Ja. Er schmeckt einfach nur wunderbar. Lasst sie wunderbar mit Wasser vermengen oder eben mit Mineralsoda, wie man möchte. Und speziell wenn es jetzt auch die heißen Tage ist, ist es ein wunderbares Getränk. Man kann natürlich diesen Sirup jetzt auch dicker machen, indem man jetzt mehr Zucker hineingibt. Dann wird das Ganze sehr viel süß, das was erstmal wir nicht wollen. Und das zweite ist dann auch noch, dass dann der Minzgeschmack ein bisschen weniger herauskommt. Ja. Da darf man lieber ein bisschen mehr von Sirup nehmen und weniger Wasser eben. Eine Mischung von 1 zu 7, 1 zu 6 ist da wunderbar. Das Ganze füllen wir sehr in Flaschen rein. Fertig ist ein wunderbarer Sirup. Wie immer, im Anschluss jetzt unser Rezept auf, damit man das nochmal nachlesen kann, wie das Ganze funktioniert hat. Macht das nach, es ist watschen einfach und schmeckt einfach wunderbar, speziell in der heißen Jahreszeit. Danke!